Hey, wir wollen rein, lasst uns rein, wir wollen alle rein, wir wollen alle so eine Puppe kaufen. Los jetzt, wir wollen alle den berühmten YouTuber haben. Jo, ich würde gerne bitte gleich drei davon kaufen. Ich liebe diese Statue. Ich möchte unbedingt viele Figuren für meine Familie haben. Aber selbstverständlich, möchtest du die Sandex oder Vitamine-YouTuber-Puppe? Oh, ist mir ganz egal, ich will alles haben. Ich liebe diese Puppen, die sind so cool. Oh mein Gott, was ist hier denn passiert? Hier gibt es so viele Vitamine und Zentex-Puppen. Das sind diese neuen Spielzeugfiguren. Aber was machen die bloß hier? Die sind so cool. Oh, ich hab den Zentex als YouTuber. Glaub mir, Vitamine ist viel cooler. Viel, viel cooler. Wir wollen rein. Wer schreit denn hier zum Teufel so laut rum, Freunde? Hast du hier gerade so rumgeschreit? Wer will hier rein? Hier kommt niemand in mein Haus rein? Hallo? Hier ist ja gar keiner. Ey, was soll denn das? Hier hat gerade jemand übel rumgeschrien, Freunde. Wisst ihr, warum hier jemand rumschreit? Aber erstmal, hey, Freunde. Na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben. Dann würde mich super, super freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Aktiviert rechts noch die Glocke daneben. Würde mich mega, mega doll freuen, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und wie ihr gerade gehört habt, habt ihr gerade irgendjemand rumgeschrien. Aber ich gehe mir das mal selber anschauen. Wer schreit hier rum zum Teufel bitte rum? So, und warte mal, ein neues Haus, Freunde? Okay, wo kommt das denn schon? Warte mal, was ist hier denn los? Ich guck mir das mal an. Hey, hinten angestellt, wir wollen alle hier rein. Wir wollen die Vitaminepuppen kaufen. Vitaminepuppen? Was meinst du denn damit, hä? Die Statuen, die Spielzeugfiguren, den YouTuber. Was? YouTuber? Ich meine, ja, Freunde, ich bin YouTuber, aber was soll das mir sagen? Okay, ich glaube, die sind echt verrückt und da drinnen gibt es irgendwelche... Warte mal, okay, was? Wir gucken... Alter, was passiert hier denn? Hey, Vitamine, hey, Vitamine. Hey, Take, was ist denn hier los? Ey, sag mal, was los ist hier? Alle kaufen gerade die Vitamine und Zentex-Puppen. Die neuen YouTuber-Puppen, die ganz berühmten. Du kennst sie doch. Wie, die neuen YouTuber-Puppen? Ich kenne die absolut gar nicht. Die sehen aus wie ich, Freunde. Was? Einfach so eine YouTuber-Puppen. Und die gibt's auch von Zentex und mir? Ganz genau, das ganze Dorf möchte von euch nur Puppen kaufen, weil sie euch so sehr lieben. Oh Mann, Freunde, was passiert hier denn? Alter, irgendwie werden hier die ganze Zeit jetzt Puppen von mir gekauft. Freunde, das kann nicht sein. Alter, das ganze Dorf. Was? Das ganze Dorf ist voll. Hey, das ist ja sogar der echte Vitamin. Hallo, guck mal, ich habe eine Puppe von dir. Die ist so cool, die kann sogar reden. Hallo, ich bin es, Vitamine. Wow, die können sogar reden. Oh mein Gott, Freunde. Was passiert hier denn? Ich glaube, wir müssen mal zu dem Laden gehen, der die dort verkauft. Das ist dieser orangene Laden da. Wir müssen uns vorschleichen. Ich werde mal kurz Geld holen, Freunde. Und dann werden wir mal schauen, wer es hier wagt, unsere Puppen zu verkaufen. Einfach so YouTuber-Puppen. Okay, ich habe hier noch 10-Euro-Schein. Ich nehme einfach mal alles mit. 17,60 € und noch ein Pizzastück. Lecker. Aber darum geht es nicht. Wir haben jetzt hier 60 und 17 Euro. Und wir gehen mal gucken. Vielleicht können wir uns ja eventuell eine Puppe kaufen. Ich wusste gar nicht, dass es in dem Dorf hier Puppen von uns gibt, Freunde. Von Sandy und mir. Wie krass ist das denn bitte? Und wir werden jetzt herausfinden, wie diese Puppen hier sind. Und wenn du genauso gerne eine Puppe von mir hättest, dann schreibst du jetzt mal eine 1 in die Kommentare. Würde mich mega freut. Also jeder, der eine Puppe von mir möchte, schreibt eine 1 in die Kommentare. Und wer schon eine Puppe hat, zum Beispiel von meinem Merch, ja, da gibt es eine Vitamine-Puppe, der schreibt eine 2 in die Kommentare. Und wenn du auch mal eine Vitamine-Puppe vielleicht geschenkt haben möchtest, dann lass jetzt noch einen Daumen nach oben da. Let's go. Jeder, der einen Daumen nach oben da lässt und ein nettes Kommentar schreibt, hat die Chance, eine Puppe zu gewinnen. Also eine Vitamine-Puppe. Nur an meinem Merch erhältlich. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Ich meine, wir sind ja der YouTuber. Wir haben über 200.000 Abonnenten, also dürfen wir sicherlich hier auch vor. Zack, ich gehe mal hier rein. Dankeschön, lasst mich mal bitte durch. Und was? Hier gibt es tatsächlich diese YouTuber-Puppen. Willkommen in meinem Laden. Was möchtest du kaufen? Wir haben Zentex oder Vitamine-YouTuber-Puppen. Was? Alter, hier ist ja was Krasses los. Hier ist einfach eine Vitamine-Puppe. Hier auch. Oh Mann, oh Mann. Es gibt einfach tatsächlich, Freunde, die Vitamine-YouTuber-Puppen und einmal die Sandex-YouTuber-Puppen. Ich wusste gar nicht, dass das gibt und die könnten wir eigentlich...
Was? Schaut euch das mal an, Freunde. Die kann man sogar so schütteln. Ja, ganz genau. Das ist eine Schneekugel. Und wenn du möchtest, kannst du diese Puppen sogar herausholen. Und dann kannst du mit ihnen spielen. Wow, Freunde. Mit einer Vitamine-YouTuber-Figur. Cool. Alter, ich würde, glaube ich, auch gerne eine kaufen. Guck mal, wir schütteln die einfach. Wir schütteln die alle so hier. Hey, aber erstmal musst du welche kaufen. Hey, warte mal, Mr. Langnase. Warum muss ich welche kaufen? Ich bin das vielleicht da drinne. Du kannst doch nicht ohne Grund mich verkaufen. Und ob ich das kann? Du siehst es doch. Ja, okay, aber was soll denn so eine Puppe eigentlich kosten? Ha, 25 Euro pro Kugel. Was? Alter, du spinnst doch. 25 Euro für eine YouTuber-Puppe? Er macht in meinen Namen, Freunde, mega, mega viel Geld. Das dürfen wir eigentlich nicht auf uns sitzen lassen. Er hat schon so viel Geld bekommen, nur durch unseren Namen, Freunde. Also durch die Vitamin-Army. Oh Mann, oh Mann. Okay, ich würde sagen, was hat er denn? 25 Euro. So, das sind hier, oh, warte mal, wir teilen das mal auf. 20 und ein 5er-Schein. Das machen wir zweimal, Freunde. So, jetzt könnten wir uns theoretisch zwei Puppen kaufen. Und ich würde sagen, Freunde, wir kaufen uns mal hier. Ich möchte bitte eine Sandex-Puppe und einmal eine Vitamine-Puppe. Das sind 50 Euro und jetzt gib mal her die Puppen. Oh ja, hier viel Spaß damit. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der echte YouTuber sogar noch hier hinkommt. Ja, danke schön. Wir haben jetzt einfach zwei Puppen. So, wir würden sagen, Freunde, wir spawnen die jetzt auch mal direkt und schauen, ob wirklich diese Puppen rauskommen, wie es gesagt wurde. Also ich glaube, man muss die schütteln und dann noch aufmachen. Und hier, das ganze Dorf ist voller den Puppen. Alter, was ist hier denn los? Jeder kauft sich eine Sandex oder eine Vitamine-YouTuber-Puppe. Mega, mega krass. Aber komm, Freunde. Alter, es geht hier echt noch weiter. Okay, trotzdem, wir öffnen mal hier. Hier haben wir ein bisschen Ruhe. Und öffnen jetzt mal die Kugeln. Und wow, Sandex ist schon frei. Und jetzt nur noch Vitamine-Puppe. Und boom, yeah. Was? Wir haben jetzt einfach zwei kleine YouTuber-Puppen. Hey, wir sind die kleinen YouTuber, Vitamine und Sandex. Und wenn du uns liebst, lass du jetzt einen Daumen nach oben da. Ja, wir sind es, Sandex und Vitamine. Ich liebe Vitamine. Er riecht immer noch so nach Käse. Hey, wer hat denn das programmiert? Ich rieche nicht nach Käse und... Was? Die folgen uns sogar? Wir haben einfach kleine Puppen, die uns folgen. Es gibt nichts Besseres als diese Puppen, wirklich. Dankeschön, dass es diese Spielzeugfiguren hier in dem Dorf gibt. Ach Mann, ich habe doch damit eigentlich gar nichts zu tun, Freunde. Aber diese Puppen können einfach reden und folgen uns sogar. Das ist ja mehr wie cool. Oh ja, ich bin so froh. Ich würde gleich noch drei nachkaufen. Oh Mann, Freunde. Und alle wollen diese Puppen wirklich noch nachkaufen. Das sind also die kleinen Sandex und Vitamine-YouTuber-Figuren, die ganz hier berühmt sein sollen in diesem Dorf. Also ich muss sagen, gefallen mir mega gut. Und könnt ihr auch arbeiten? Hey, aber natürlich. Wir können die ganze Zeit das Karottenfeld für dich machen. Ja, aber das kann Vitamine machen. Das ist eh der Dümmere von uns beiden. Hey, das habe ich gehört, Sandex-Puppe. Hey, 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 nicht streiten, ihr beiden Puppen. Das sollt ihr natürlich nicht machen. Und die könnten sogar für uns arbeiten, Freunde, und unser Feld einfach machen. Ich meine, dafür wären doch die Puppen ideal. Oder was sagt ihr, Freunde? Also ich muss sagen, ich finde die Puppen echt gut gelungen. Aber dass der einfach so die ohne mich verkauft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber na gut, ich glaube, ich behalte die Beine auf jeden Fall und werde die weit, weit wegschließen, dass ich die niemals verliere und für immer so eine Puppe habe. Aber Freunde, jetzt schreibt ihr mal in die Kommentare, was denkst du? Wie findest du diese zwei Puppen? Würde mich mega doll interessieren. Also ich finde die echt eigentlich richtig, richtig cool. Wir können, wie gesagt, damit einiges machen, aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Aber Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne auch eine YouTuber-Puppe haben wollt, dann schaut jetzt erst den Link in der Videobeschreibung. Dort ist mein Merch verlinkt. Dort könnt ihr euch vielleicht noch gerne eine wünschen zum Geburtstag oder Weihnachten oder wann auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss!